Hallihallo Minecraft-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Sky Factory 2. Erschreckt euch bitte nicht, wenn ich jetzt F5 drücke, denn ich habe mir einen riesen Creeper-Kopf gemacht. Nee, warte, mit P geht das. Ach, keine Ahnung, womit das geht. Ich kriege ihn nicht mehr weg. Hilfe! So, ich habe wieder offline ein bisschen gespielt und auch ein paar Sachen zu sagen. Zwar einerseits habe ich mein Schwert extrem gelevelt, dabei nochmal großes Dankeschön an meinen Bruder, der da mitgemacht hat. Der hat da für mich auch ein bisschen gelevelt, was ich andere Sachen wie Hausaufgaben zu tun hatte. Und ich habe mir einen Longbow gemacht und mein Bruder hat mir einen Spitzhacke gemacht. Das finde ich auch richtig geil. Der hat schon Auto-Repair und Haste. Jetzt erstmal der Longbow, der ist so geil. Guckt euch das an. Ich werde diesen Creeper jetzt einfach wegsnipen. Gebe ihm einen Headshot und der ist nicht down. Er hat noch ein Leben. Down. Ja, die Pfeile fliegen irgendwie ein bisschen anders. Aber ansonsten, der ist so genial. Guckt euch an, wie nah ich da einfach ranzoomen kann. Ich treffe jetzt diesen Spinnenkopf. Okay, ich habe ganz knapp daneben getroffen. Oder hier dieser kleine Zombie-Pigment, der da backt. Ist jetzt eh tot. Okay, dann hätten wir das auch geklärt. Ansonsten, hier unten wächst jetzt ein bisschen Weizen. Hier hinten das Eisenteil ist voll, ups. Ja gut. Und dann habe ich hier so ein bisschen Zeug, da habe ich eine Frage an die Zuschauer. Und zwar ist das Slutke, Slutsch, keine Ahnung wie das ausgesprochen wird. Auf jeden Fall dieses Zeug, das verstopft die Sachen und lässt es langsamer werden. Und ich will wissen, ob ich das einfach nur in Tanks speichern soll oder ob ich damit irgendwas machen kann. Das tue ich mal ganz schnell hier rein. Das heißt, ich werde mich demnächst mal darum kümmern, das zu bauen. Das werde ich in einem kleinen Zeitraffer machen, oben gefilmt und dann machen wir heute etwas richtig krasses und zwar, ihr seht, hier ist schon ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich hier bereits eine Civitius Sense Barrel und wir wollen uns heute unsere Civitius Rüstung machen. Dafür habe ich auch hier bereits was vorbereitet und zwar sehr sehr viele Vegan Fusion Stones. Regular, Strong und Extreme Infusion Stones. Ich meine, die ganzen Infusion Stones sind ja easy zu craften. Hier einfach nur die Essenz. LOL. Okay. GG. So. Okay. Das ist interessant. Keine Ahnung warum, aber na gut. Ist ja auch egal. Hier diese ganzen Infusion Stones. Übrigens bin ich auch gestorben. Die ganzen Infusion Stones nehmen wir jetzt mal und machen uns so viele Sense wie wir können. So. Hier hingehen und jetzt einfach stupide das ganze Zeug durchhämmern. Hier den Infusion Stone. Hier den Infusion Stone und dann super viel von dir Essenz machen. Ich habe auch noch viel Crap im Inventar. Darum muss ich mich auch mal kümmern. Und danach haben wir erstmal super, super geile Arme. Haben die hier noch eine Haltbarkeit? Ja, okay. Dann brauche ich die einfach auch mal auf. Dann der Weak Infusion Stone. Oh Gott, wir brauchen halt so viele von den Weak Infusion Stones. So, und jetzt tue ich die hier schon mal in die Barrel rein und hier unten nehme ich mal weiter raus und dann geht die ganze Crafterei weiter, aber wir brauchen so massig von dem Zeug einfach. Werdet sehen, wie wenig wir von der Civitio-Essenz am Ende rausbekommen. Ich meine, für die Rüstung und so wird es locker reichen, aber ansonsten, ja, für die Civitio-Essenz an sich reicht es, ist viel zu wenig. Ach ja, eine Sache noch, mein Cleaver hat nebenbei gesagt mal 44 Attack Damage und Looting 3 XP Boost 1. So mal ganz nebenbei. Also Wither damit klatschen easy. Das ist eine Sache, die ich nachher auch gleich vorbereite. So, jetzt erstmal, oh, passt sogar. Hier nochmal einen Stack davon. Und dann die nächste Essenz. Hier rein damit. Einfach alles durchcraften. So, wieder Stack, 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 Stack. Die sind so teuer. Das tut einem praktisch schon physisch und
psychisch. Nee, nur physisch. Physisch weh. So. Rein, rein, rein. Rein, rein, rein. Ich habe übrigens hier dieses Teil direkt mit meiner Mobfarm verbunden. Das heißt, die Sachen kommen direkt aus der Mobfarm hier rein. So. Jetzt wieder hier 10 Stacks von der Accio Essence. Das ist einfach so super viel. Es ist so unendlich super viel. So. Hier rein und rein. Rein, rein. Komm, für dieses Deck reicht es noch. Bitte. Ach nee, schon. So. Okay, eine Akkusens bleibt übrig. Dann kommt jetzt hier wieder das nächstbessere, das Strong Infusion Stone. Davon bekommen wir jetzt schon wieder sehr viel weniger. Von der blauen Essenz, Imperio Essenz müsste das sein. Ja. Und dann bekommen wir aus der einfach nochmal viel weniger von der Civitio Essenz, aber wir bekommen trotzdem was raus. Und zwar 12 Stück. So. Und jetzt, hier die eine kann auch schnell in die Barrel. Also wir hätten jetzt hier 12 von der Civitio Essenz. Und jetzt wollen wir natürlich gucken. Civitio mit C. Ingot. 3 Stück mit Iron und Gold Nuggets. Und davon sollten wir was haben. Gold Nuggets. Ach ja, übrigens, nicht wundern über diese super, diesen gigantische Schmiede. Ich habe gestern dieses ganze Eisenclops mal zu Eisen gemacht und ja, da kam ein bisschen was zusammen. Ein bisschen viel. Ein bisschen sehr viel. So, ansonsten hier die Goldsachen nehme ich mir einfach mal mit. Und crafte mir damit jetzt die Civitio-Sachen. Bin super gespannt auf die Rüstung, denn die ist ja mega krass passt, auch weil meine Rüstung fast kaputt ist. Und hier, oh, das Eisen reicht nicht. Einfach mal reinlegen. Und dann craften wir das durch. 30 Stück. Das ist schon was. Ich guck mal, wie weit ich damit komme. Denn man craftet sich das ja ganz normal, einfach so. Also, reinlegen. Genau. Eine Civitio Chestplate. Dann eine Civitio Leggings. Hä? Achso, hier. Civitio Leggings. Dann, na gut, die Crafting Slabs sind ja normal. Einmal Civitio Boots und Civitio Helm. Und wir haben sogar noch 6 Civitio Ingots übrig. Die locke ich einfach mal da oben drinne. Ich bin so gespannt auf diese Rüstung. Ich ziehe sie mir an. Okay. Und da seht ihr es. Ich kann mit der Rüstung fliegen. Ich kann mit der Rüstung einfach so fliegen. Auch sonst ist sie einfach so geil. Ich meine, hier 96% Damage Reduktion. Du bekommst nur noch 4% des Damage. Kein Fallschaden. Und fliegen auf der Rüstung, wenn du die hast. Es gibt auch noch Special-Sachen davon. Aber, ja. Das heißt, mein Jetpack hier, den lasse ich einfach als Andenken da drinne. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Und ansonsten, super OP-Rüstung in Kami. Das heißt, damit können wir dann gleich die nächste Sache machen. Und zwar in den Nether gehen. Und ich brauche ja Wither-Skelette. Und das ist auch eine Sache, die ich wieder meinem Bruder zu verdanken habe. Der hat ein bisschen offline das ausprobiert für mich, das finde ich richtig geil von dem. Und zwar möchte ich eine Plattform einfach im Nether bauen. Da ich jetzt ja fliegen kann, ist das kein Problem, schaffe ich das easy. Hier. Und auf dieser Plattform können dann Wither-Skelette und andere Monster spawnen, die ich dann easy töten kann. Also hier einfach mal so chuck, chuck, chuck. Einfach mal so eine riesen Plattform bauen. So, passt schon. Und dann sollten wir easy, sehr easy Wither-Skelettköpfe bekommen. Wobei wir dann gleich den Wither töten können. Und das wird so geil. Ich habe in dieser Folge läuft es einfach so genial. So, mache ich einfach mal hier noch einen hin. Diese Builder Spawn ist halt auch echt okay. Und hier noch einer hin. Restlichen 4 Cobblestones sind zu vernachlässigen. Und jetzt gehe ich hier mal ein bisschen weg.
Und da unten spawnen die Viecher schon wie, oh lol. Das spawnt mehr als nur ein bisschen was. Also ich habe schon ein bisschen Angst vor dem, was da spawnt. Ja gut. Wenn das so easy geht, dann... Was sind denn das für Viecher? Ja, ich habe ein bisschen Angst vor denen. Sehen aus wie von Farmcraft. Sie machen auf jeden Fall komische Geräusche. Oh nein, sie blitzen mich. Ja, es sind Soundcraft-Teile. Oh, hier sind auch diese bösen Höllenhunde. Die sind auch nicht so nett. Die musst du einmal mit der Hand schlagen. Ich habe Eternal Essence bekommen. Ich weiß nicht, ob ich sowas noch brauche. Aber ich glaube schon. Ich schnetzel die hier einfach mal weg und sammle das Zeug auf. Ich meine, kann ja schon sein, dass die irgendwas Wertvolles droppen. Sieht auf jeden Fall so aus, als könnte ich einiges davon irgendwie für komplizierte Mods noch gebrauchen. Ich habe kein Essen dabei, fällt mir gerade so auf. Das ist nicht so toll. Ja, Pech gehabt. Lol. Da ist ein Gast gespawnt. Hä, wieso? Lol, F9, hallo? Warum habe ich... Ah, okay. Shift F9. So, Leute, guckt euch an. Ich snipe den Gast einfach tot. One-Shot. So macht man das. Jetzt sind hier wieder... Ja, gut. Nein, das ist eine Höllenfledermaus. Guckt euch an. Ich fliege einfach... Oh. Die machen Schaden. Nein, das ist schon wieder eine Höllenfledermaus. Die hat sich gerade in die Luft gesprengt. Da ist ein Gast. Wie viel hier einfach spawnt. Stirb. Oh, mal gucken, ob er eine Gastrinne getroppt hat. Ich glaube nicht, oder? Hat er? Ja, zwei Stück. Nehme ich mir. Ist das OP? Ich gehe mal ganz kurz so ein bisschen ins Home. Okay, ich brauche Essen. Sonst regeneriere ich nicht. Diese Höllenhunde machen Damage. Sogar mit der Zivizio-Rüstung. So, jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass einer da reingerannt ist, denn dann muss ich ihn sofort totschlagen. Lol. Wie viele Viecher müssen hier gewesen sein, dass die mich so weit weggenockt haben? Oh, ja gut. Ich würde mal sagen, hier waren ein paar Höllen. Ich habe eine Fackel abgeholt. Ey, die macht meine Felder kaputt. So, jetzt war es das. Jetzt habt ihr euch das verspielt, Leute. Jetzt nicht mehr. Nee. Jetzt ist es aus. Rein mit in die Truhe mit dem Zeug. Und jetzt ab in den Nether und die Viecher töten. Wo ist das Essen? Ich brauche Essen, ich habe Hunger. Warte, ist vielleicht da noch irgendwas? Nicht hier. Nee, da drinnen. Habe ich was im Inventar? Das kann ich nebenbei mal machen. Als ob ich gerade kein Essen mehr habe. Muss ich mir Brot machen. Auch kein Problem. Ich überlege, ob ich das zu einer XXL-Folge mache, weil ich halt wirklich nur geile Sachen baue. Und weil es jetzt gerade alles super funktioniert, außer dass ich kein Essen habe. Ich überlege... Ah, da ist noch ein bisschen was. So. Also hier, lol, ich habe gar keinen Hunger mehr. So. Ab in den Nether, wieder zur coolen Plattform. Und dann warten, dass wohl der Skelette spawnen. Lol, hier liegen Sachen. Ich stelle mich jetzt einfach nach hier und gucke zu, wie diese Viecher da unten spawnen. Schieße hier ab und zu mal was ab, zum Beispiel diesen Höllenhund unten. Oh, diesen Zombie-Pigman. Oh, pass auf, ich mach's einmal so. Jetzt gehe ich runter. Guck mir an, wie viel gespawnt ist. Leute, es ist gar nicht mehr so viel mehr gespawnt. Ah, diese Höllen. Halt echt mies. Ich will endlich mal das Wilder-Skelett spawnen. Wo ist eine Spinne? Die sieht böse aus. Ha.
alle laufen hinterher. Oder es ist ein Höllenkreeper. Ich habe Angst vor dem. Aber der könnte was Geiles droppen, hat er bin. Ich bin hier. Los, put, put, put. Ihr werdet halt weggeschnetzelt. So. Du wirst auch weggeschnetzelt. Auch du. Okay, das war's an Viechtern. Ich mache mir einen kurzen Cut, bis wir das Skelett spawnen. Ah, ich bin gerade dabei gewesen, hier mir einen neuen Cobblestone zu holen und die Plattform einfach noch zu erweitern. Und da sehe ich gerade den Grund dafür, warum ich so ständig hier unten unendlich Essen habe. Und zwar ist hier ein Feeder und super viele goldene Äpfel, die 49x49 Blöcke mich immer füttern mit Brot. Das finde ich ja cool. Cool, ja, genau, cool. Ich denke mal, das hat mein Bruder auch gemacht. Finde ich auf jeden Fall gut, muss ich in der Base nicht immer essen. Okay, ich will jetzt nicht sagen, aber hier spawnen schon etliche komische Höllenviecher. Zum Beispiel eine riesengroße Großmutterspinne. Also Großmutter wegen Groß, nicht wegen Oma, sondern halt eine große Mutterspinne. Versteht ihr? Der war schlecht. Egal, ich muss sie in den Bogen tüten, weil ich Angst habe, dass sie mich irgendwie two-hittet. Trotzdem wie zur Rüstung. Ja, drei Leben noch. Los. Sie wirft halt einfach die anderen runter. Oh, da kommen ganz viele kleine Spinnen raus. Wie süß. So, ich gehe jetzt hier mal lang. Oh, 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 oh. Der hat mein Nether-Portal zerstört. Jetzt habe ich ein Problem. Im Nether eingesperrt. Alles klar, wie ich die halt one-hitte. Ich überlege gerade, wie ich hier wieder zurückkomme. Habe ich irgendwas im Inventar, was Feuer erzeugen kann? Nope. Ja gut, dann würde ich sagen, im Nether eingesperrt. Das sieht krass aus. Das wird alle aggressiv und kommt hierher. Oh, verdammt, der hat einfach mein Nether-Portal kaputt gemacht. Das hätte ich wissen müssen. Stirb. Alles, was jetzt zu mir kommt, wird gekillt. Ey, ich bekomme null Damage. Was wollt ihr? Ich sag doch, ich bekomme null Damage. Oh. So. Ich frage mich nur immer noch, wie ich jetzt wieder Feuer bekomme. Ich glaube, dass es geringfügig ungünstig ist. Oh, das ist wieder eine Mutterspinne. Und das ist noch eine Mutterspinne. Aber ich will jetzt endlich mal das Wilder-Skelette kommen. Ich würde sagen, ich muss einfach warten, damit ich Feuer bekomme, ein bisschen Gas spawnen. Dann irgendwie versuchen, dass der... Da ist er schon, wenn man von ihm spricht. Irgendwie versuchen, dass der hier drauf schießt, auf das Nether-Portal. Los, hierher. Lala. So. Oh, da ist das erste Feuer bereits entstanden. Ich muss jetzt versuchen. Oh, verdammt, das war jetzt nicht so geplant. Dass die Ghasts hierher kommen. Dass die Ghasts hier ein Feuer reinschießen. So, die ganzen Viecher sind mir jetzt total egal. Oh. Na gut, wenn hier so viele Creeper explodieren, ist mir das nicht egal. So, genau. Ghast muss hier reinschießen. Komm, Ghast, komm her. GG. Ja, fast. Da ist noch einer. Ich glaube, ich muss da weiter runter. Das ist ja auch wirklich draufreißen. Oder habe ich was, was brennt? Nee. Hallo, Ghasts. Hey, ich könnte auch versuchen, die Kugeln da reinzuschießen. Dann muss ich nochmal warten, bis Ghasts spawnen. Oder. Ich probiere mal was. Oh, Obsidian. Und zwar. Ich brauche da noch so einen Creeper dazu. Ich one-hitte die Teile halt einfach. Diese Riesenspinnen. Die anderen springen eh einfach runter. Oh, da war gerade so ein Creeper, verdammt. Oh, Magma Cubes. So. Zum Glück ist hinter mir nicht wieder so eine nervige Fledermaus.
Ich mach mal einen kurzen Schnitt, bis ich es geschafft habe. Ich mache hier an dieser Stelle dann doch lieber einen kurzen kleinen Schnitt und wir machen das dann in der nächsten Folge weiter mit Nessa und so, denn das wird sonst für diese Folge zu lang und ja, XXL-Folge finde ich jetzt nicht so geil, lieber so ein bisschen kurz und knackig und dafür super geil. Nächste Folge machen wir dann den Wither und wir sehen uns dann. Bis dann, ciao, ciao.